Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Das Glück der Erde liegt bekannterweise auf dem Rücken der Pferde. Aber für den Weg dorthin gibt es verschiedene Varianten. Das Hepolini-Institut in Herold zum Beispiel vermittelt an künftige Reitlehrerinnen und Reitlehrer eine an modernen pädagogischen Erkenntnissen angelehnte Methode, bei der Kinder einen einfühlsamen, aber dennoch durchsetzungsfähigen Umgang mit den Pferden lernen. Hepolini ist eine Reitlehrmethode, die ich entwickelt habe in der Zeit von 1996, 7 Jahre lang im Zuchtreit- und Fahrverein hier in Katzenelnbogen. Und das war ein sehr erfolgreiches Konzept, wonach ja dann viele sagten, kann man das nicht weitergeben? Und daraus ist es entstanden, dass wir 2006 dann hier angefangen haben, diese Lehrmethode Hepolini an interessierte Reitlehrkräfte weiterzugeben. Und das hat sich erfreulicherweise so entwickelt, dass wir gute Resonanz hatten und haben und gewachsen sind zu einem mittlerweile international tätigen Unternehmen. Jeanette Wilke entwickelte ihr Konzept aus der modernen Pädagogik wie Montessori oder Waldorf und ihren eigenen Beobachtungen und Erkenntnissen. Das ist sozusagen mein pädagogisches Heimatlager. Und aktuell ergab sich das, dass man in unserem Reitverein am Gucken war, wie kann eine effiziente Nachwuchspflege gemacht werden. Und daraus hatte sich das dann eigentlich entwickelt, dass ich aus dieser Seite mit diesem pädagogischen Hintergrund in die Reithalle kam. Hepolini entwickelte sich erfolgreich und die Arbeitsbelastung stieg weiter an. Seit einiger Zeit kümmert sich Iluna Jockheck um die Organisation der zahlreichen Seminare. Also die Leute haben uns ihre Eingangsqualifikation nachzuweisen, dass sie mit Reiten, Springen, Bodenarbeit, Erste Hilfe, Sachkunde, Fachkunde, dass sie da ein gutes Basiswissen dabei haben. Das polizeiliche Führungszeugnis haben wir mittlerweile mit drin. So mit diesen Nachweisen bewerben sich die Leute bei uns um diese Ausbildung. Und wenn sie die Eingangsqualifikation komplett haben, dann beginnt ihre Ausbildung. Sich Zeit nehmen für den artgerechten Umgang mit dem Pferd ist eines der Lernziele. Das fängt schon beim richtigen Anbinden an. Also wir binden ein Pferd mit dem sogenannten Anbindeknoten an, der im Grunde genommen sich dadurch auszeichnet, dass wir im Notfall, wenn es darauf ankommt, wenn wir das lösen müssen, das Pferd scheut, erschreckt und wir wollen es von der Fixierung lösen, dann hat man das sehr schnell gelöst. Jeanette Wilke erinnert gern an die Ursprünge der Reiterei. Wir kommen in der Reiterei ja aus dem Militär ganz stark. Das ist also wirklich dieses Abteilungsreiten und wir steigen von der linken Seite auf. Warum? Weil im Militär der Säbel links war, sonst würden wir halt gefährdend arbeiten. Wir stellen uns alle auf, wir loben unser Pferd sehr deutlich. Dem wollte sie einen anderen Ansatz entgegenstellen. Wie kann ich in der Reithalle ein Klima konstruieren, wo Kinder möglichst viel selbst tun? Hepolini ist ein Gruppenkonzept, was mit 6 bis 8 Kindern arbeitet und einer kleineren Zahl, also 2 Ponys. Und da wie kann ich ein Klima kreieren in der Reithalle, dass die Kinder miteinander etwas tun, dass sie sich gegenseitig bestärken und dass sie selbsttätig auch, man sagt, binnendifferenziert innerhalb einer Stunde verschiedene Dinge tun können und einen unterschiedlichen Zugang zum Pferd haben. Auch Isidor und Mowgli profitieren von der Hepolini-Methode. Diese Ponys, die so vielen Kindern das Reiten beigebracht haben, kann man zeigen, ich kann hier mit dem Fingernagel diese Wirbelsäule langfahren auf beiden Seiten und da zuckt nichts. Die tierärztlich Bewanderten unter Ihnen oder die Pferdemenschen wissen, dass hier immer Pferde, die starke Druckbelastung erfahren haben, dann doch an bestimmten Stellen empfindlich sein können. Viele Ansätze der Reformpädagogik sind in dem jetzt auch offiziell geehrten Hepolini vereinigt. Zertifizierte Seminarabschlüsse und ein eigener Verband garantieren die gleichbleibende Qualität der Ausbildung, sodass eine echte Win-Win-Win-Situation herrscht für gesunde Pferde, glückliche Kinder und zufriedene Lehrer. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Präsentiert von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn. Entdecke Rhein-Lahn. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise durch den Rhein-Lahn-Kreis. Immer am Dienstag und Donnerstag bei uns im Programm.